unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich auch heute, dass Freunde von mir hier hingekommen sind aus Dortmund, mich in diesem Gottesdienst besuchen. Es ist vielleicht sonst nicht immer das Übliche am Sonntagmorgen, dass ihr in den Gottesdienst geht, aber ich freue mich, dass ihr heute hier hingekommen seid aus Dortmund und Berlin und weit weg. Heute ist der Sonntag Misericordias Domini. Ich weiß jetzt nicht, bin ich gut zu verstehen oder geht es auch so? Dahinter rein? Okay. Der Sonntag Misericordias Domini, den wir heute feiern und das Evangelium, das Bärbel Seidler gerade vorgelesen hat, das trifft insbesondere in guter Weise auf den heutigen Sonntag zu. Der gute Hirte. Der gute Hirte, das bin ich in meinem Leben, das hilft leider nichts anderes, immer selbst. Ich muss schauen, wissen, wo mein Bewusstsein gerade ist. In den meisten Fällen, und das kenne ich, und das habe ich auch lange so praktiziert, leuchte ich mit meinem Bewusstsein entweder in der Vergangenheit herum. Ich beschäftige mich mit den Problemen, die aus der Vergangenheit waren bei mir, oder mit Schwierigkeiten, die irgendwo da hinten lagen, die ich noch irgendwie lösen muss für die Zukunft, dass ich eine Zukunft habe, dass in Zukunft mein Leben weniger problematisch ist. Und so bin ich sehr häufig damit beschäftigt, in Gedanken, dass ich entweder in der Vergangenheit bin und dahin mit meiner inneren Achtsamkeitstaschenlampe leuchte. Deshalb habe ich mal eine Taschenlampe mitgebracht. Wie geht? Ich leuchte in die Vergangenheit mit meiner Aufmerksamkeit oder ich leuchte in die Zukunft mit meiner Aufmerksamkeit. Irgendwann will ich die Probleme gelöst haben, die ich habe, aber da muss ich mich noch ganz genau um die Vergangenheit kümmern, die ich erforschen muss und vergesse das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist das Jetzt. Ich lebe nur in diesem gegenwärtigen Augenblick. Es gibt mich und mein Leben nur in diesem Augenblick. Zukunft oder Vergangenheit gibt es nur in Gedanken. Gibt es nur in Gedanken, wo ich dann plötzlich mich befinde oder eigentlich sehr häufig mich befinde in meinen Gedanken, wo ich noch über irgendwas nachdenke. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zu weit über 90% in meinen Gedanken mit meiner Aufmerksamkeit bin. Und ganz selten, man sagt heute, nachdem man das erforscht hat, in Achtsamkeitsstudien leben wir weit über 99% mit unserer Aufmerksamkeit in Gedanken, in Vergangenheit oder in Zukunft. Aber unser Leben findet jetzt statt. Wenn ich einen Moment in das Jetzt, in mein Jetzt kommen will, dann garantiert jetzt da ist, denn das ist so, es gibt mich jetzt, ich bin jetzt da, ganz real und nicht im Gedanken. Und da, wo ich atme, ein- und ausatme, da kann ich spüren, dass ich jetzt da bin. Natürlich sind dann die Gedanken weg, aber ich bin jetzt da. Und das ist eigentlich das Wunderbare, ich bin mehr als meine Gedanken. Gott sei Dank bin ich mehr als meine Gedanken. Denn sonst bin ich häufig hin und her gerissen, was ist denn richtig, wie soll ich denn handeln für die Zukunft oder in der Vergangenheit. Jetzt bin ich da. Ich kann meine Gedanken in diesem Moment loslassen, wo ich, ja, ich sag mal, einfach da bin. Einfach ein- und ausatmen und da bin. Und noch einen viel besseren Weg. Den hat Paulus vorgeschlagen, um in Sein zu kommen, in die Gegenwart, in den Augenblick.
dankbar in allen Dingen. Wenn ich habe die Möglichkeit, ich habe immer hier meinen Aufmerksamkeitspegel in der Hand. Ich kann mir sagen, oh, so vieles war so schlimm in der Vergangenheit oder es wird in Zukunft Probleme geben. Die Möglichkeit habe ich, ich kann das Licht meiner Aufmerksamkeit, meiner Taschenlampe, kann ich auf die Probleme lenken. Oder ich kann mich dem Sein zuwenden, dem ich bin dankbar, dass es mich jetzt gibt. Ich bin dankbar zum Beispiel, dass ich heute Morgen gesund von Recklinghausen hier über Land nach Datteln fahren konnte und sagen kann, ja, das ist ein Stück Weg, was mir heute Morgen geschenkt ist, was nicht selbstverständlich ist. Was nicht selbstverständlich ist, dass ich gesund hier einen Weg hinter mich bringe. Oder morgens, wenn ich die Augen aufschlage. Es ist zwar für mich selbstverständlich, aber für viele nicht selbstverständlich. Ich kann die Augen aufschlagen und ich kann sehen. Ich kann glücklich sein darüber, dass ich sehen kann. Das macht schon meinem Herzen ein kleines bisschen glücklicher, als wenn ich den Fokus nehme und voll auf die Probleme leuchte, die ich habe. Was denn heute wieder ein Schwieriges auf mich zukommt oder wo es Probleme gibt oder vielleicht eine Auseinandersetzung. Ich bin dann glücklicher, wenn ich die Taschenlampe nehme und schaue, für was kann ich dankbar sein. Und je mehr ich dankbar bin für etwas, umso innerlich glücklicher werde ich. Und ich bin dann da, ich bin im Jetzt. Ich komme aus diesem ewigen Gedankenzirkel, der mich ziemlich verrückt macht, komme ich raus und bin im gegenwärtigen Augenblick. Sonst bin ich mit meinen Gedanken in der Regel beschäftigt und schiebe sie von Vergangenheit in die Zukunft und hin und her und ich vergesse, dass ich jetzt da bin. Ich vergesse den gegenwärtigen Augenblick. Das ist eine ganz alte Weisheit. Diese Weisheit ist von den Mystikern aller Zeiten und von den Weisen aller Zeiten überliefert worden. Gott gibt es nur als den Gott der Gegenwart. Gott ist gegenwärtig, heißt es in einem Gesangbuchlied. Gott ist immer nur ein Gott der Gegenwart. Alles andere ist sich ausgedacht. Ein Gott der Vergangenheit oder ein Gott der Zukunft. Wir sind jetzt gegenwärtig gesprochenes Wort Gottes. Wir sind jetzt die Gegenwart Gottes. Und wenn wir uns freuen, jetzt in der österlichen oder nachösterlichen Zeit, dann ist das die Erinnerung, dass wir da sind, als die zweite Person Gottes, als das gesprochene Wort Gottes, jetzt, so wie wir da sind. Eine wunderbare Möglichkeit, die wir in der Hand haben, uns in unserem Bewusstsein immer wieder zu vergegenwärtigen, wo bin ich gerade? Ich weiß, ich kenne das und man ist in der Regel zu gerne in seinen Gedanken und ist dann davon überwältigt und denkt über die Probleme nach und dann fühlt man das auch noch mit und wenn man sich mit jemandem angelegt hat oder Ärger hat, dann merkt man noch, wie man sauer wird und so. Und dann ist man nicht in der Gegenwart, in der eigenen Gegenwart. Erst dann, wenn man die Gedanken für einen Moment loslässt, also von dem Unbewussten, von dem dauernden Hintergrundrauschenden Gedanken, von dem Unbewussten in die Bewusstheit kommt, in die Gegenwart. Ich bin mir bewusst, dass ich da bin. Ich bin mir bewusst, dass ich dankbar bin für ein Geschenk, für eine Sache, die mir heute, und es sind sehr viele Sachen, die mir heute geschenkt worden sind. Ich bin bewusst und unbewusst. Martin Luther hat das wunderbar auf den Punkt gebracht zu seiner Zeit. Er sagte, simul justus et peccator. Das heißt, es ist Latein, Sünder und Gerechtfertigter zugleich. Und das kann man heute dahingehend gut umformulieren und sagen, ich bin unbewusst und bewusst zugleich. Ich bin immer vollständig. Auch wenn ich unbewusst bin. Aber lass mich mehr Anteil haben an meiner Bewusstheit, dann wird das hin und her gespielen zwischen bewusst und unbewusst größer und gibt mir mehr Möglichkeiten.
Sag ihnen, sie glauben nicht, wie wunderbar das ist, wenn ich mir selber in meiner Aufmerksamkeit, in meiner Dankbarkeit ein neues Leben bereite. Jeden Moment ein Stück Auferstehen. Ein Stück Gegenwärtigkeit ist Auferstehen. Und wenn ich mir bewusst werde, oh, jetzt habe ich wieder mindestens 3 oder 4 Stunden irgendwas geträumt und war im Gedanken. In dem Moment, wo ich mir darüber bewusst werde, bin ich schon nicht mehr verträumt, bin ich schon einsichtig geworden, weiß ich, das ist jetzt bei mir so. Ich bin unbewusst und bewusst zugleich. Das ist immer ein Stück weit eine Erleuchtung, wo mir bewusst wird, dass ich auch unbewusst bin. Also, es geht darum, sich nicht von Gedanken in die Vergangenheit oder in Zukunft einholen zu lassen und den Wald vor lauter Gedanken oder Bäumen nicht mehr zu sehen, sondern es geht darum, in diesem Augenblick bewusst da zu sein. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie stark wir alle in dieser Gewohnheitsenergie drin sind. Wir sind in Gedanken. Wir sind häufig in irgendwelchen Fantasie- oder Spinnereien in eigenen Gedanken verloren und haben uns daran gewöhnt, in Gedanken zu sein. Aber ein kleiner Moment, meinetwegen, das Lachen eines Kindes irgendwo, das ist der Moment, wo wir uns öffnen oder öffnen können für den gegenwärtigen Augenblick. Oder wo wir einmal richtig durchatmen. Es gibt mich. Ich bin da. Dann nehme ich den Kegel des Lichtes und richte ihn mal auf meine eigene Gegenwärtigkeit. Gott ist gegenwärtig, heißt es in unserem Gesangbuch. Wenn wir gegenwärtig sind, sind wir in Gottes Gegenwart, in unserer eigenen Gegenwärtigkeit. Und das ist eigentlich eine tolle Einladung von Paulus, in unserem Dankbarsein zu leben. Zum Schluss vielleicht eine kleine Geschichte noch. Ich habe einen Freund, einen langjährigen Freund, habe ich mal auf einer längeren Reise ausgebreitet, um Gottes Willen, wie viel, ist nicht lange her, wie viele Probleme ich habe, theologischer Art, und wie ich in Gedanken über irgendwelche theoretischen Probleme nachgedacht habe und warum es immer noch nicht klappte. Sagte der Schatz zu mir, ließ mich da irgendwie 5 Minuten erzählen oder 10 Minuten, sagte, aber dafür kann man doch dankbar sein. Und dann wusste ich, ich kann für alles dankbar sein. Wenn ich auch für die Probleme dankbar bin, dann nehme ich den Kegel meiner Achtsamkeit, meiner Aufmerksamkeit und richte ihn auf die Probleme und sage, auch Dank dafür. Dann muss ich die nicht alleine im Kopf hin und her bewegen, sondern ich bin sicher dann auch dankbar für meine Probleme, die mich wieder zu neuen Sachen, zu anderen Sachen inspirieren werden zu ihrer Zeit. Aber jetzt komme ich an, wenn ich bei mir in Dankbarkeit ankommen kann. Ich bin dankbar, dass Sie heute Morgen hier hingekommen sind. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.